Ja, hey Leute, willkommen zu diesem kleinen Upload zwischendurch. Ich war auf der weltweit größten Messe für Informationstechnik, der CeBIT in Hannover. Und weil dort doch das ein oder andere Interessante zu finden war, wie zum Beispiel das Galaxy S5 oder das Xperia Z2, mache ich für euch mal dieses Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Viel Spaß! Auch wenn die CeBIT diesmal nicht so ein großes Ausmaß hatte wie sonst teilweise üblich, hat es mir wirklich Spaß gemacht, dort rumzurennen. Es war jetzt nicht besonders voll, aber auch nicht besonders leer und so war es auf jeden Fall voll in Ordnung. Natürlich bin ich aber auch mit gewissen Erwartungen gekommen und zwar wollte ich vor allem das neue Samsung Galaxy S5 und das Sony Xperia Z2 anschauen. Und ich wurde nicht enttäuscht, denn tatsächlich waren beide Geräte da. Beginnen wir doch mal mit Samsungs neuem und heiß erwarteten Flaggschiff, dem Galaxy S5. Nun, ich bin ehrlich, wie viele andere war ich dem Gerät gegenüber doch ziemlich skeptisch. Vor allem das neue Design und die drei Farben Weiß, Schwarz und Gold haben ja schon mächtig für Aufsehen gesorgt. Allerdings muss ich nach dem ersten Mal in der Hand halten doch sagen, dass das S5 zumindest vom Gefühl in der Hand sehr cool ist. Live sieht es auch nochmal besser aus als auf den Bildern, gerade in der blauen Version, auch wenn das Ding natürlich keinen Designpreis gewinnen wird. Auf der Vorderseite des S5 ist das 5,1 Zoll große Super AMOLED Display mit einer Auflösung von Full HD, das einfach nach wie vor ein tolles Display ist. Das Problem für mich ist hierbei nur, dass der Displayrand nicht gerade dünn ist, was ich eher hässlich finde. Die neue 16-Megapixel-Kamera hat einen extrem schnellen Autofokus und kann außerdem 4K-Video aufnehmen. Wirklich erstaunlich. Ansonsten läuft das Gerät unter 4.4 KitKat, der neuesten Android-Version und dank des Snapdragon 800-Prozessor auch richtig flott. Die neue TouchWiz-Version ist jetzt auch redesigned worden. Insgesamt ist sie jetzt etwas schlichter und flacher, auch wenn ich Stock-Android immer noch deutlich besser finde. Ach so, und staub- und wasserdicht ist das Ding auch noch, was teilweise das Design rechtfertigen könnte. Das war's dann aber auch mit meinen ersten Eindrücken zum S5 und wir kommen mal kurz zum nächsten Kandidaten, dem Sony Xperia Z2. Dieses Ding gefiel mir gleich auf den ersten Blick schon deutlich besser als das Galaxy S5, alleine das Design ist schon ein Kaufgrund. Vorne und hinten Glas, an der Seite Metall, das wirkt einfach richtig schick. In Schwarz, Weiß und Lila ist das Ding erhältlich, naja, wer es braucht. Das Z2 ist wirklich fantastisch gut gebaut und Sony hat damit schon mal saubere Arbeit geleistet, um ganz oben im Smartphone-Markt mitzuspielen. Wasser- und staubdicht ist das Gerät übrigens auch und das ohne hässlich zu sein. Die Hardware kann sich auch mehr als sehen lassen. Ein 3200 mAh Akku und eine 20,7 Megapixel Kamera, natürlich auch mit 4K Video-Funktion, 3 GB RAM und ein Snapdragon 800 und das alles lässt das Gerät einfach extrem flüssig laufen und hier gefällt mir nur der Sony-Skin, der über Android liegt, nicht ganz so gut. Ein großer Knackpunkt bei den bisherigen Xperia Z-Geräten war aber das Display. Schlechte Blickwinkel und Farben aufgrund der Folie über dem Display zum Wasserschutz waren echte Minuspunkte. So aber nicht beim Z2. Das 5,2 Zoll große Full-HD-Display bietet super Farben, tolle Blickwinkel und ist einfach gut. Alles in allem wird das Xperia Z2 also ein wirkliches Top-Smartphone sein und ganz oben mitspielen, wenn es demnächst offiziell zum Verkauf steht. Es gab aber natürlich nicht nur Smartphones, sondern auch noch einen Haufen anderer Dinge auf der CeBIT. Autos und dies und das, ich gebe euch hier mal ein paar Eindrücke. Allerdings gab es natürlich trotzdem noch andere Tech-Gadgets, die ich euch nicht vorenthalten kann. So zum Beispiel dieses menschengroße Nokia Lumia oder auch die normalen Nokia Lumias, wie zum Beispiel das 1020 oder das 1520.
das Traurige bei den Lumia-Geräten finde ich irgendwie nur, dass das Betriebssystem irgendwie vieles versaut. Bestes Beispiel das 1520. Tolle, schicke, episch gebaute Hardware, aber leider ein Betriebssystem, das zwar schick ist, aber viele von Android und iOS bekannten Features komplett vermissen lässt. Vor allem ist der App Store einfach ziemlich leer und das ist einfach schade, denn sonst sind das echt richtig geniale Geräte. Auch das Surface habe ich übrigens gesehen, hier hat mir am besten dieses Tastatur-Cover sonst was gefallen. Ansonsten gab es auf dem T-Mobile-Stand noch eine ziemlich coole Nokia-Insel sozusagen, die wirklich richtig Style hatte. Sowas macht einfach irgendwie was her. Übrigens waren noch kleinere Hersteller da, wie zum Beispiel Huawei, die zum Beispiel ein Tablet da hatten, mit dem man telefonieren kann. Ich glaube, das kaufe ich mir. Oder auch BlackBerry, die mit ihrem neuen Z30 in den Smartphone-Markt einsteigen wollen. Dazu ist es mir persönlich aber einfach irgendwie zu langsam und zu wenig ausgereift. Es sind aber durchaus einige Funktionen dabei, die gerade für Business-Kunden interessant sein könnten. Der Samsung-Stand war übrigens kaum zu übersehen. Vor allem wollten sie zwar ihre Drucker bewerben, aber ich habe mir vor allem mal die neuen Note Pro-Tablets mit der neuen Magazine UX-Oberfläche angesehen. 12,1 Zoll, 8,4 Zoll und 10,1 Zoll bietet Samsung hier an und alle Geräte haben diese Fake-Leder-Rückseite. Das ist aber wirklich nichts Negatives, denn es liegt wirklich gut in der Hand, es ist vielleicht nur nicht das Allerschönste. Die Displays hiervon sind aber auch wirklich klasse, das hat Samsung einfach schon ziemlich drauf. Und auch auf die Gefahr hin, dass hier alles noch zu Samsung-lastig wird, möchte ich euch nochmal kurz die neue Generation der Gear zeigen. Die Gear 2 sieht jetzt etwas schicker aus als der Vorgänger und hat jetzt auf der Unterseite diesen Home-Button und läuft jetzt unter dem Betriebssystem Tizen. Richtig interessant finde ich aber vor allem die Gear Fit. Mit einem ziemlich stark abgerundeten Display ist sie ausgestattet, das aber wirklich leuchtstark und farbkräftig anzusehen ist. Die Benutzung damit ist auch wirklich interessant, aber ich weiß nicht, ob ich sowas wirklich brauche. Steve Wozniak war übrigens auch auf der CeBIT und hat erzählt, dass er langsames Internet zu Hause hat und über Apple gesprochen und vieles mehr. Und damit verabschiede ich mich wie immer mit schönem Wetter zur CeBIT aus Hannover. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wäre ein Like, Kommentar oder sogar Abo richtig cool. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.